Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Reha Klinik und Hirslanden. Willkommen bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Gelenkrheuma ist die häufigste entzündliche Gelenkserkrankung in der Schweiz. 70'000 Menschen sind davon betroffen. Frauen trifft es dreimal häufiger als Männer. Meistens fängt es zwischen 30 und 60 an. Es können aber auch schon Kinder betroffen sein. Der Krankheitsverlauf ist schleichend. Das ist ein bisschen länger. Gut. Und hier einfach wieder so kurz. Beschwerden in den Gelenken hat Lisi Kuster schon länger gehabt. Mal im Finger, mal im Zehen. Besonders am Morgen beim Aufstehen sind die Schmerzen gross. Einzelne Kortisonspritzen haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Das Laufen einfach. Das Laufen oder etwas in die Hand nehmen, das ist alles mit Schmerzen verbunden. Und es ist natürlich auch nicht jedes Mal genau gleich, weil das kommt so etwas schubweise. Dann habe ich wieder einmal zwei Wochen Schmerzen. Ich kann niemandem die Hand geben. Da muss ich mir sagen, halt, lieber nicht. Die Arthritis hat auch Auswirkungen aufs Arbeiten gehabt. Die Coiffeuse hat ihre Arbeitsinstrumente fast nicht mehr brauchen. Zum Beispiel gerade hier, wo ich einmal die Schere hebe, an dem Ringfinger, ist ja hier der Ring oder, von der Schere. Den musste ich zum Teil mit dieser Hand jedes Mal rausziehen. Nach jedem Mal einmal schnipseln müssen hier rausziehen. Weil er ist einfach stecken geblieben, weil die Finger so geschwollen sind, oder? Die rheumatoide Arthritis ist eine chronische Entzündungskrankheit, die vor allem Gelenke im Körper betrifft. Die Krankheit tritt symmetrisch links und rechts auf. Jedes Gelenk kann betroffen sein. Aber meistens fängt es an Händen und Füßen an. Die genauen Ursachen sind noch nicht bekannt, aber man weiss, dass unser Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Eine gesunde Immunabwehr produziert über die weißen Blutkörper Antikörper, die uns gegen fremde Stoffe schützen. Bei der rheumatoiden Arthritis verwechselt unser Immunsystem die körpereigenen Zellen mit fremden, greift sie an, um sie zu zerstören. In den Gelenken betrifft Entzündung vor allem Gelenkinnenhaut, Knorpel und Knochen werden abgebaut. Auch die Sehnen und Muskeln rund ums Gelenk werden geschwächt. Spital Zollikerberg, zweiter Stock bei der Reha-Klinik. Der Rheumatologe erkennt Arthritis heute am besten im Ultraschall. Gefürchtet an der Arthritis sind völlig deformierte Gelenke. Doch das kann man heute weitgehend verhindern. Gut, ich denke sicher, 70-80% der Patienten, denen kann man wirklich gut helfen. Und gibt es eine gewisse Anzahl von Patienten, die eine sehr aggressive Form von der rheumatoiden Arthritis haben. Da gibt es auch grosse Unterschiede. Es gibt milde Formen, sehr aggressive Formen. Und dort ist man manchmal halt, muss man verschiedene Medikamente ausprobieren. Arthritis wirkt sich auch im Alltag aus. Viele Handgriffe wie ein Flaschenöffnen gehen nicht. Dafür gibt es Hilfsmittel wie eine Gummilumpe. Wirklich geholfen hat Lisi Kuster eine kombinierte Therapie mit verschiedenen Medikamenten. Es war ein langer Weg mit Misserfolg, bis sie den Arzt von ihrem Vertrauen gefunden hat. Und vor allem macht es einem manchmal verrückt und denkt man, hey, noch einmal, jetzt nehme ich schon so viel Zeug und es geht einfach nicht weg. Und dann versucht man es halt wieder, dann geht man halt wieder zu einem anderen Arzt. Und bis man irgendwie ein Vertrauen findet und der gibt einem etwas und dann schlägt es erst mal an, oder? Und das tut einem gut. Rheumatoide Arthritis ist eine chronische Krankheit, die man das Leben lang hat. Doch mit den richtigen Medikamenten kann man die Krankheit häufig in Schach behalten. Neben Schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln kommt auch Cortison zum Einsatz. Weiters redet man von den sogenannten Basismedikamenten. Die erste Wahl ist Methotrexat. Das kann man in Tablettenform nehmen oder man kann es dann spritzen. Dann gibt es noch ganze andere Gruppen, die dazugehören zum Methotrexat. Wenn das alles dann nicht hilft, das findet man vielleicht nach 3-4 Monaten raus, dann muss man ein modernes Medikament nehmen, sogenannte Biologika, wie die TNF-Alpha-Blocker. Und die kann man dann dazu noch geben und schaut dann entsprechend, hilft es dem Patienten. Also man sollte innerhalb von einem halben Jahr spätestens sollte man wirklich einen guten Effekt haben. Das ist wichtig. Oft schlägt die Krankheit auch aufs Gemüt. Man ist müde. Wer im Beruf eingeschränkt ist und die Lebensqualität abnimmt und man zum Beispiel kaum mehr Stege laufen kann. Nicht nur das, es hat mir einfach auf die Psyche auch geschlagen. Ich bin fast ein bisschen depressiv geworden und halt eben nicht mehr unter die Leute gegangen. Ich habe gar nicht mehr mögen.
Physiotherapie und überhaupt Bewegung und Sport sind wichtig für Menschen mit rheumatoider Arthritis. Wie der Krankheitsverlauf ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Lisi Kuster hat aber Hoffnung, dass ihre Schmerzen und die steifen Gelenke noch weggehen. Mehr Informationen und Unterstützung finden Sie bei der Schweizer Polyarthritiker-Vereinigung. Die finden Sie im Internet unter www.arthritis.ch. Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Reha-Klinik und Hirslanden.